Nun, der Sprecher für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit der Grünen, Wolfgang Birkelhuber. Ja, danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Frau Bundesministerin, der Kollege Riemer hat hier den Tierschutzpunkt herausgegriffen bei diesem Tagesordnungspunkt. Keine Frage, die Streunerkatzen sind da und dort wirklich ein Problem. Aber der Antrag der Kollegin Weigersdorfer ist überschießend insofern, als man nicht die Bäuerinnen und Bauern für alles, was sich bewegt im ländlichen Raum, hauptverantwortlich machen kann. Das wäre wirklich überschießend. Das ist aus unserer Sicht die Sache. Und ich denke, mit Augenmaß und mit geeigneten Maßnahmen ist hier regional abgestimmt vorzugehen. Also das hat auch unsere Zustimmung. Ja, zurück vielleicht zum EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal die Kritik vom Kollegen Janach kurz aufgreifen. Er hat ja bekrittelt, dass es hier an den geografischen Angaben beziehungsweise auch beim AMA-Gütesiegel Nachschärfungsbedarf gibt. Tatsächlich, das teile ich auch. Nur die Ebene, auf der hier zugreifbar oder zugegriffen werden müsste, wäre eigentlich eine nationale Gesetzgebung. Dieses Gesetz, das vorliegt, ist eine europäische Durchführungsregelung, die sehr notwendig und richtig ist. Die nationale Regelung wäre ein Qualitätsgütesiegelgesetz. Ein Gütesiegelgesetz, das wir schon oft versucht haben, gemeinsam auch hier im Parlament mit Schulterschluss, auch mehr Parteienübereinstimmungen gab es ja in dieser Sache schon und sogar im Regierungsprogramm, im letzten zumindest war das drinnen, aber bisher gescheitert immer an den Agrarvertretern. Also bitte, deine Kritik ist hier bei der Gesundheitsministerin nicht ganz wirklich, glaube ich, bei der ersten Adresse, sondern die erste Adresse wäre hier der Landwirtschaftsminister. Da hast du aber meine Zustimmung, dass wir dort gemeinsam für ein solches Gesetz uns auch einsetzen werden. Der Kollege Esel hat völlig richtig hier gemeint, Bio ist eine Volksgeschichte. Kollege Esel, 100% unterschreibe ich das. Du hast auch sehr schön illustriert, wodurch das sozusagen sichtbar wird. Zum Beispiel, dass wir 50% Biolandbau in Salzburg haben. Du hast das erwähnt. Ja bitte, wenn 50% der Fläche in Salzburg Biolandbau ein Erfolg ist, warum weiten wir diesen Erfolg nicht auf ganz Österreich aus? Eine Verdoppelung des Biolandbaus in Österreich ist doch eigentlich eine Sache, die wir vorantragen müssten und wo wir ganz gemeinsam ziehen könnten und sollten mit einem offensiven Bioaktionsplan. Auch nicht bei der Frau Gesundheitsministerin natürlich anzusiedeln, sondern im Agrarressort. Also wenn ich da deine Zustimmung hier zu diesem Gesetz auch für den Bioaktionsplan zur Verdoppelung der Biolandwirtschaft in Österreich als Erfolgsmodell haben kann, dann freue ich mich für die nächsten Diskussionen auf diesem Gebiet. Warum? Biolandbau ist keine Frage, ist das Role Model für die Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Es geht um qualitativ hochwertige Lebensmittel, es geht um Bodenarten, Wasserschutz, Klimaschutz, also Effizienz. Es ist effizient, es ist auch einkommensrelevant für die Landwirte und es ist vor allem bei den Konsumentinnen und Konsumenten ein ganz wichtiges Zeichen auf Sicherheit im Lebensmittelbereich. Und dahin zielt auch diese Gesetzesvorlage. Und wir haben auch immer wieder diskutiert im Vorfeld, was ist praxisgerechte Kontrolle. Und das gesamte Bio-Regelwerk ist ja europäisch angesetzt und derzeit laufen ja auch Verhandlungen auf europäischer Ebene, um die Bio-Verordnung weiterzuentwickeln. Die Durchführung hier jetzt, dieses Durchführungsgesetz, sichert uns auch die Möglichkeit, einheitliche Kontrollen nicht nur für den Biobereich, sondern auch für geschützte geografische Angaben und Herkunftsbezeichnungen zu implementieren. Auch das begrüßen wir ausdrücklich, weil da gab es Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit. Ich möchte trotzdem wertschätzend nochmal sagen, es ist uns gemeinsam gelungen, hier noch eine Präzisierung umzusetzen. Daher bringe ich den Abänderungsantrag zur vorliegenden Regierungsvorlage ein. Und zwar, der Kollege Essl hat es ja schon vorgelesen, aber ich muss das aus Sachlichkeitsgründen noch einmal tun, damit das korrekt eingebracht ist. Und zwar erstens, Paragraph 5 Absatz 2 Ziffer 6 lautet, sechstens, die Ausarbeitung und Genehmigung von Maßnahmenkatalogen in Bezug auf Vorschriften gemäß Paragraph 1 sowie bei Verdacht einer offensichtlichen oder groben Übertretung von Lebensmittel, Tierschutz, Futtermittel, Wein, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder saatgutrechtlichen Vorschriften. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass es praxisgerecht bleibt in der Kontrolle, dass diese Maßnahmenkataloge tatsächlich effizienzorientiert angesetzt werden, dass es eben nur bei offensichtlichen und groben Verstößen
zu diesen Meldepflichten kommt und auch zu diesen Katalogen. Das halten wir für sehr klug, für richtig, und ich freue mich, dass wir hier eine Übereinkunft gefunden haben, Frau Bundesministerin. Abschließend noch zum Antrag der Kollegin Weigersdorfer, was Glyphosat betrifft. Ja, da werden wir gemeinsam heute diesen Antrag in den Landwirtschaftsausschuss verweisen. Warum? Weil für Pflanzenschutzmittelzulassung auch dort wieder der Agrarminister zuständig ist. Jawohl, Glyphosat gehört verboten, völlige Übereinstimmung mit Ihnen, was die Sache betrifft. Das ist eine Risikogeschichte von A bis Z. Ich habe gerade vor kurzem hier bei Weinbauern in Bad Vöslau, wo die Kollegin Mückstein als Stadträtin eine sehr spannende Veranstaltung durchgeführt hat, gemeinsam mit den Weinbauerinnen und Weinbauern darüber diskutiert. Jawohl, die sehen auch das Problem. Glyphosat wird groß eingesetzt, hat einer der Weinbauern gesagt. Es ist ein Problemstoff, es ist uns bewusst, aber es gibt keine Information, und das möchte ich hier nochmal explizit kritisieren, keine kritische und nicht ausreichend kritische Information in den Agrarmedien zu dieser Sache, und zwar in den Kammermedien explizit. Daher, Frau Bundesministerin, in diesem Punkt würde ich Sie ersuchen, Ihre Kompetenz als Gesundheitsministerin schon wahrzunehmen, beim Verbot des Glyphosat voranzuschreiten, Ihre Argumente aus dem Gesundheitsbereich, gerade was die Krebsvorsorge und Risiken betreffen, hier auf die Waagschale zu bringen und auch Druck auf den Landwirtschaftsminister zu machen, damit wir bald zu einem Glyphosat-Verbot kommen. Dankeschön. Der Abänderungsantrag zur zweiten Lesung ist ausreichend unterstützt, wurde ordnungsgemäß eingebracht und steht somit in Verhandlung.